Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von dem Fernbus-Simulator hier auf meinem Kanal. Ja, Farming-Simulator slash Giants hat ein paar Serverprobleme. Da ich nicht auf meinen Server komme, werden wir jetzt ein bisschen Fernbus spielen. Wir nehmen hier den Top Class S531 T, DT. So, was ist das denn? Na, ja, das ist ein neues DLC. Kaufe ich mir aber noch nicht, weil brauche ich nicht. Gut. So, ja. Ich hoffe, es ist okay, dass heute jetzt mal kein Landwirtschaftsvideo kommt. Ich muss nachher noch gucken, wie ich das mache mit dem Vorproduzieren, weil ich produziere für montags oder eigentlich für die ganze Woche vor. Naja, werde ich sehen. So, ich hoffe mal, dass es nicht so laut. Ne? Radio, einmal bitte aus. So. Da bin ich richtig gut. Gelungene Sitzposition. Himmelschein. Habe ich so eine? Okay. Machen wir nochmal zu. Können wir losfahren? Das Licht ist ein bisschen hell. Ich hoffe mal, wir brauchen eigentlich gar kein Licht. Die Sitzposition ist allerdings etwas komisch. Deswegen. Wir müssen mal ein bisschen weiter reinsetzen. So. So. Kollege ist fest. Ach, Leute, was soll denn das? So. Fahren wir einmal ein ganz schönes Stück einfach mal rum. So, der hält. Das ist sehr schön. Kollege! Oh. Die Leute können echt nicht anhalten, ne? Ich verstehe das nicht. Ich verstehe das echt nicht. Warum können die Leute nicht einfach halten? Oh. Dann, wenn sie sollen. Naja. Man merkt es vielleicht an meiner Stimme. Und wer es nicht gemerkt hat, dem sage ich es jetzt. Ich bin etwas erkältet. Sag mal, wird mir hier angezeigt, ob ich einen Unfall habe oder was? Ah, nee, Traktionskontrolle. Okay. Ja. Eieieiei. Job. So, einmal Türen auf. Dann hüpfen wir mal raus. Gut. Aber bitte nach Kaiserslautern. Jo. Kaiserslautern. Ja, warte mal. Ich muss mal ganz kurz den Bus ausmachen. Das ist ein Lärm. Gut, Sie möchten nach Kaiserslautern? Ja. Oh, gut. Hallo. Ja, das habe ich jetzt auch gemerkt, dass du nicht mit möchtest. So. Guten Tag, nach Saarbrücken. Nein, ja, verdammt. Ja, du, das wäre kein Problem, wenn du irgendwie fährst. So, und ich. Könnte ich bitte ein Ticket bei Ihnen kaufen? Kauft eure Tickets im Voraus. Halt. Da habe ich. Sage mal. So.
Dankeschön. Anderer Content, ich hoffe, er gefällt euch auch. Flixbus habe ich ja vor Jahren schon gemacht. Und ja. Dann einmal zu. Und dann den Leuten hier meine Zielanzeige. Das machen wir an. Das machen wir an. Also bei Leselampen brauchen wir eigentlich nicht. Ja, ne, normales Licht ist okay. So, gibt es hier irgendwo WLAN da? Nicht, dass sie sich dann noch beschweren. Von Rollo. Blub, 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 blub. PC. Ah, ne, gibt es heute nicht. Okay, so kann man es lassen. Gut. So, wir haben es 9.49 Uhr. Abfahrt ist pünktlich. Glaube ich zumindest. Oder wir können gleich mal gucken. Abfahrt, ja, 11 Uhr 2. Was? Nee. Doch. 10 Uhr 2. Ich kann keine Zahlen. Haben wir gerade etwas überfahren? Nein, das war ein Bordstein, mein Freund. Aber ja, gut, das konntest du ja nicht wissen, ne? Stopp! Gut, dass du das. Ich hab das Busfahren echt verlernt. Fangen wir mal anständig hier. Aber wenn es anständig wird, dann dauert es so lang. Ich hab noch keine Zeit. Zieh's jetzt nicht raus hier! Aha. Hab doch keine Zeit für sowas. Muss schnell wieder zurück auf meinen Bauernhof. Ich kenn sowas. Hast du den Blitzer gesehen? Nein. Ich war beim Blitzer 40. Nur mal so zur Info, zu deiner Info. So. Wir haben aktuell noch 90 Kilometer vor uns. Das sollten wir ausnutzen. Oh oh. Warum lenkt sich denn das Lenkrad so komisch? Egal. Freundchen, darf ich da rein? Das war eine Leitplanke. Moment, ich muss jetzt mal ganz kurz einstellen, mein Lenkrad, dass das so vom Spiel übernommen wird. Mit der Geschwindigkeit und so. Geschwindigkeit deaktiviert, hallo? Ich lenke mich doch hier so einen Kolbenfresser ab. Okay, sachte Lenkrad. Müllabfuhr. Gehen Sie bitte auf die Seite. Ja. Ich möchte mich nochmal bei euch bedanken für den sehr lieben Support in den letzten Wochen. Vielen Dank dafür. Grüße gehen an euch raus. Ich lieb's. Danke auch an die ganzen Likes und Kommentare in den letzten Folgen, an die ganzen neuen Abonnenten, die dazugekommen sind. Komisch. Irgendwas habe ich eingeschalten und ich weiß nicht was. Ich habe keinen. Egal, dann müssen wir halt auf Gas draufbleiben. So, ich gucke, dass ich eine Viertelstunde Video reinpack. Deswegen müssen wir etwas, vielleicht ein bisschen überziehen. Mit der Geschwindigkeit und so. So, Kollege, da kann ich rein. Weiterfahren bitte. Ich hab's eilig, meine Freunde. Es tut mir leid, falls man. Ich habe leider kein Taschentuch bei mir. Da will ich schon Nase putzen. Aber naja, gut. Ich hoffe mal, dass die Stimme aufgenommen wird, weil letztes Video habe ich aufgenommen und hat die Stimme nicht aufgenommen. Deswegen war auch das der Grund, weshalb gestern kein Video kam, weil ich es halt einfach zeitlich untergebracht habe. Und ja. Falls dann nicht jeden Tag ein Video kommt. Ich versuche natürlich die Zeitspanne zu halten, aber ist aktuell. Ist dein Navi kaputt? Nein. Warum soll mein Navi kaputt sein? Fahrzeug auf Gelände? Nö. Ich bin auf der Straße. Egal. Ich zittere wie Espenlaub. Ja, mir ist auch kalt.
Kollege, du bremst jetzt nicht. Du fährst entweder schön weiter oder du fährst rum. Ich würde beides nicht empfehlen. Ja, gib Gas. Wo war ich stehen geblieben? Ja, wenn jetzt nicht jeden Tag ein Video kommt, dann nehmt es mir bitte nicht übel. Ich habe gerade ein bisschen Schule, Schulstress und ja, beziehungsweise Ausbildungsstress, so rum. Aber ich denke mal, das ist kein Problem. Ihr habt ja Videos zu gucken. Playlist wird dann auch noch weiterkommen. Ich versuche natürlich so viel wie möglich vorzuproduzieren, so viel wie möglich Videos für euch zu machen, dass ihr was Neues zu schauen habt. Guten Content möchte ich euch natürlich auch liefern. Und ja, heute mal ein etwas anderes Video, aber ich hoffe, das ist auch okay. Hoppala. Das ist jetzt hier aber keine Eigenwerbung. Ich möchte ein bisschen was zu meinem Headtracker sagen. Das Headtracker IR5 Headtracking-System, das ist einfach nur Hardware. Sprich, ich habe auf meinem Kopf, beziehungsweise an meinem Headset an der Seite dran, ein Infrarot-Lichtsensorik. Und auf meinem Bildschirm ist links oben in der Ecke eine Infrarotlichtkamerastation. Diese fängt dann die Infrarotstrahlen auf und sendet sie ins Spiel über. Heißt, das ist keine Mod oder so oder was auch immer. Auch im Landwirtschaftssimulator funktioniert das, habe ich da schon oft genug gesehen, spiele ich die ganze Zeit. Kann nicht mehr ohne spielen, kann auch nicht mehr ohne Mods spielen, das geht halt aber nicht. Aber ja, kleine unbezahlte Werbung, so. Alles verschüttet. Ach danke. Du Scheiße, Hilfe. Ja, gut. Das war's wieder komplett, aber bitte zurücksetzen. Gut. So, wo war ich stehen geblieben? Ja. Der Headtracker gibt's bei Amazon. Gibt's auch eine günstigere Variante. Es gibt auch Alternativen zum Headtracking, die finde ich aber nicht so gut. Also zum Headtracker jetzt hier. Es gibt auch noch den WLAN-Clip. Aber. Alles verschüttet. Vom WLAN-Clip kann ich jetzt nichts zu sagen. Ich habe mir gleich den Headtracker besorgt. Und ja. Gut. Ich würde mal sagen. Ich glaube, wir können Sie vielleicht mit etwas mehr Gefühl fahren. Nein? Hallo? Das ist jetzt hier keine Wellness. Aufenthaltsfahrt. Mein Freund, Sie müssen doch hier schon noch ein Erlebnis haben. Hallo? Was sind Sie eigentlich? Ich glaube, wer Sie sind. So, ich würde sagen, wir fahren bloß eine Tour, weil sonst wird es wieder zu lang. Und ehrlich gesagt, habe ich keine Lust jetzt hier, die ganze Zeit dann noch rumzufahren. Ja, für andere Polizei. Ist der Fahrer auf dem Gaspedal eingeschlafen? Nein, bin ich tatsächlich nicht. Aber mir macht Spaß zu rasen. Oma. Sehe ich dich überhaupt? Ja. Alter, wo hast du denn deinen Führerschein gemacht? Also mein Führerschein, den habe ich tatsächlich schon. Und ich habe den bei meiner lieben Fahrschule in der Nähe gemacht. Grüße gehen an euch raus. Stefan, du warst ein wunderschöner Fahrlehrer. Vorbeigefahren bei Kleister. Na, Moment mal. Ich kann ja zurückfahren. Hallo? So. Gut, einmal bitte zurück. Oh. Ich kenne Taxifahrer, die besser fahren als Sie. Ja, dann fahr mit deine blöde Taxis. Da fahre ich Bus. Eieiei. Ich muss jetzt hier an meinem Krankheitstag Bus fahren. Ja, super. Oh, das ist ja lieb. Danke, Ampel, dass du grün wirst. So. Oh Gott, wenn ich jemals Bus fahren würde. Busunternehmen wird mich kündigen, wenn sie die Videos sehen. Hui. So, das war's. Ich breche ab. Bin zu krank dafür. So, alle raus. Tschüss. Geh jetzt. Schnell weg. Halt nur ein bisschen. Hallo. Ja, super. Ja, gut, dann würde ich sagen, latschen wir hier weg. Ist ein bisschen zu laut. Hier. Falls ich Post bekommen sollte, hier hole ich es ab. Gut, ich würde sagen, das war's mit der kurzen, wobei, mit dem Video für heute.
Ich hoffe mal, dass Giants nachher die Server wieder nicht, dass es keine Serverprobleme mehr gibt. Dann kann ich nämlich weiter Landwirtschaftssimulator-Videos gucken. Machen. Produzieren. So. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir ein Like und ein Abo da, aktiviert die Glocke und wir hören uns bei der nächsten Folge am Montag. Macht's gut, ciao, ciao. Schönes Wochenende noch.